Hast du dich schon gefragt, ob es sich mir bringt, viel Zeit auf der Range zu verbringen, also viele Bälle zu schlagen, oder eher Zeit auf dem Platz zu verwenden, um das Handicap zu verbessern? In diesem Video werde ich dir zeigen und sagen, was meine ganz klare Favorit ist. Die Driving Range ist was Schönes. Es hat auch viele Vorteile. Als ich angefangen habe, Golf zu spielen in den 80er Jahren, hatten wir nur ein Puttinggrün. Man hat ein, zwei Putts gemacht. Ich habe auch meine Turniere sehr früh am Morgen gespielt. Ich kann dir sagen, das erste Loch war ein absoluter Abenteuer. Und mit einem Bogey war man ganz zufrieden. Die Birdies konnte man später machen. Aber wow, das war nicht einfach. Und das ist Grund Nummer eins, warum ein Driving Range hilft. Es gibt dir die Gelegenheit, dich aufzuwärmen, die Muskeln in Bewegung zu setzen, ein bisschen Koordination zu trainieren. Auf jeden Fall ist es dafür gar nicht schlecht. Und dann hat man manchmal Golfkrisen. Man weiß nicht, was man falsch macht. Es klappt einfach nichts. Dann ist es natürlich hilfreich, auf die Range zu gehen, wo man in aller Ruhe trainieren kann. Keiner guckt zu. Und man kann dann schauen, was genau war das. Man kann sich filmen, man kann natürlich auch zum Trainer gehen. Und so ist die Driving Range sehr praktisch. Wenn du gerade angefangen hast, Golf zu spielen, dann würde ich dir nicht empfehlen, gleich auf den Platz zu gehen. Da wartet dich viele Stunden auf der Range Bälle zu schlagen. Und das gilt auch für Anfang der Saison. Da macht es auch Sinn, mehrere Bälle mit einem Eisen 8, 50 Stück zu schlagen, einfach sich zu erinnern, nach dem langen Winter, wie überhaupt schwinge ich den Golfclub. Ich finde einfach, es ist sehr schön, auf der Range zu üben, mal 50 Bälle zu schlagen, Dinge auszuprobieren. Und es gibt nichts Schöneres als so einen satten Kontakt zu spüren, den Ball fliegen zu sehen. Es macht Spaß. Aber es gibt ein großes Aber. Und das werde ich gleich erklären. So, jetzt kommt das Aber. Das Gefühl auf der Driving Range und das Gefühl, das man hat auf dem Platz, sind zwei ganz verschiedene Welten. Man kann auf der Range sich so gesehen nicht wirklich auf den Platz vorbereiten. Der Druck, die Ziele, die Flightpartner, der Score, die Hoffnung, die Enttäuschung, das sind Dinge, die hier auf dem Platz ganz, ganz anders sind. So, ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, wie du hoffentlich jetzt viel mehr auf dem Platz trainieren kannst und wie du das dann verwenden kannst, wie du den Platz verwenden kannst, um dein Spiel und deinen Schwung so richtig in Gang zu bekommen. Ich habe ja wirklich, ich liebe dieses Par 3, ein langes 170 Meter Schlag. Und die Fahne ist rechts gesteckt. Ich möchte ja unbedingt einen kleinen Fade spielen. Ich denke, so habe ich am meisten Kontrolle, um den Ball auf dem Grün oder irgendwo in der Nähe des Grüns zu bekommen. Ich muss ja auch ruhig schwingen, damit ich nur den Ball treffe. Das sind so Dinge, die, ob man so weit auf der Range denken würde, denke ich nicht. Man möchte eher die 100 Bälle wegschlagen, die da im Korb sind. So. Und die Ausrichtung. Richtet man sich jedes Mal auf der Range auf? So, erst das Blatt ausrichten, dann die Füße zum Blatt. So, seit Wochen bin ich nicht so dicht am Loch gewesen wie heute. Und ja, jetzt bin ich richtig motiviert, diesen Ball einzulochen, um ein Birdie zu schaffen. Das Gefühl habe ich ganz sicher nicht auf dem Puttinggrün an der Driving Range. Okay. Freude pur. Aber jetzt stellen wir vor, das wäre ein Turnier.
Stell mir vor, das wäre die Clubmeisterschaft. Und ich tue sowas. Es baut auf. Und dieser Putt würde in meiner Erinnerung mein ganzes Leben bleiben. Okay, so Training auf dem Platz ist eine Gelegenheit, goldwerte Erinnerungen zu sammeln. Der Driver ist so ein toller Schläger. Wenn man auf die Ranges der Welt schauen würde, würde man sehen, dass die Golfer die Mehrheit ihrer Driving Range Bälle mit diesem Schläger schlagen. Auf dem Platz leider, wenn man da schaut auf die Bahn, muss man gucken, wo die Golfer sind, weil die meistens in irgendein Busch verstecken. Was sage ich dazu? Du solltest diesen Schläger verwenden, auf jeden Fall, aber bitte nicht jedes Mal. Ich habe das immer wieder gesehen. Wenn ich das Fairway treffe, dann score ich besser. Es ist nicht so ganz entscheidend, wie lang der Abschlag ist. Es ist der sichere Weg, das Fairway zu treffen. Eisen 5, Rescue, Holz 5, wunderbar. Aber es gibt Löcher auf dem Platz, wo ein etwas schiefer Drive etwas verziehen wird. Also es wird nicht das Spiel kaputt machen. Und da solltest du den Schläger verwenden. Aber bitte geh zu dem Loch und trainiere das Loch. Nimm deinen Trainer mit. Nimm einen Buggy, dann nimmt es nicht so viel Zeit von der Stunde weg. Und er soll dir sagen, welcher Ballflug am besten für dich passt und welchen Schwung du dann verwenden solltest, um den Ballflug hinzubekommen. Wenn das ein Loch deines Heimatplatzes ist, wirst du das Loch tausende, hunderte Mal spielen. Es lohnt sich, den Trainer mitzunehmen. Du kannst es natürlich auch tun. So, das ist ein relativ kurzes Paar 4. Ich komme ziemlich dicht ans Grün, wenn ich den gut treffe. Und ich übe immer wieder meinen Lieblingsballflug für dieses Loch. Und ich finde heraus, wie ich mich bewegen muss, um das hinzubekommen. Das kann ich nur hier auf diesem Loch üben. Ich kann es nicht auf der Range. Da habe ich nicht die gleiche Gefahr etc. Okay, so du kannst nur sowas hier trainieren. Nur, dass du es weißt, wie ich es tun werde jetzt. Ich werde ein bisschen flach ausholen. Ich werde gucken, dass ich werde mich etwas nach rechts ausrichten. An Schwungrichtung werde ich nicht denken. Ich werde nur daran denken, dass mein Handrücken so ist durch den Ball. So weiß ich, dass ich den Schläger nicht öffnen kann. Bitte, das ist nur ein kleiner Trick, den ich hier verwende. Und ich rotiere meinen Körper viel. Schlag 2, 3 Bälle an dem Loch, bis der Ball das macht, was du möchtest. Okay, ich bin rechts ausgerichtet. Let's do it. Wir wissen alle, wie weit wir mit dem vollen Schwung, mit dem Sand Wedge, Gap Wedge, Pitching Wedge schlagen. Aber wenn man auf dem Platz ist, kommt diese doofe Halbschwungentfernung sehr oft vor. So, der Platz ist dann eine wunderbare Gelegenheit zu testen, was du auf der Range geübt hast. So, ich messe mal zur Fahne, es sind 75 Meter. 75 Meter ist keine volle Schwungentfernung für mich. Mein Sandwich voll schlage ich 85 Meter. So, ich muss irgendwas anders tun. Und für 73 bis 76 Meter, durch sehr viel Trainieren, habe ich herausgefunden, für Entfernungen zwischen 72 bis 77, dass ich mit meinem Gap Wedge nur bis da ausholen darf, bis mein Arm parallel zum Boden ist. Und dann muss ich entschlossen durch den Ball schlagen. Und dann fliegt er wirklich diese Entfernung. Wenn die Höhe passt, also wenn ich so hoch stehe wie das Grün und wenn die Windverhältnisse richtig sind. So, stimmt die Entfernung? Oh ja, die stimmt. Aber glaub mir, das klappte jetzt.
Aber das habe ich wirklich sehr viel trainiert und oft dachte ich, oh, auf der Range, ich kann die verschiedenen Entfernungen, alles gut. Dann auf dem Platz war es ganz falsch. Oft lag das an meiner Technik, die nicht immer stimmte. Die Bälle flogen zu hoch, dann flogen sie flach. Mein Eintreffwinkel war nicht richtig. Aber durch viel Üben auf dem Platz habe ich es hinbekommen, dass mein Ballflug mit meinen Wedges ziemlich ähnlich ist. Und dass ich wirklich Ball-Boden-Kontakt habe und dass meine Divots ähnlich tief sind. Oh, übrigens, wenn du viel übst auf dem Platz, bitte immer deine Divots reparieren. Okay, so Halbschwung-Entfernungen sehr entscheidend, wenn du runter möchtest mit dem Handicap. Und so machst du das. Das wird dich vielleicht überraschen, aber der Hauptgrund, warum das Training auf dem Platz so hilfreich und effektiv sein kann, ist, weil man das kurze Spiel richtig üben kann. Wenn du deine Privatrunde spielst und Golfer bei dir hast, ist da Druck. Du setzt dich auch selber unter Druck. Am Pitching-Grün auf der Range, da schlägt man 10 Bälle über den Bunker, ja 8 hat man rüber bekommen. Aber hier hat man nur den einen Ball. Ich weiß, dass es vielen Golfern interessiert, wie der Kontakt sein sollte beim Chippen und Pitchen. Manche schaffen es leider, den Boden zuerst zu treffen oder sie toppen den Ball. So, was mir sehr hilft, ist durch den Ball die Sohle des Schläges zu spüren am Rasen. Und ich denke auch sehr an meine Haltung. Ich möchte auf gar keinen Fall meinen Wirbelsäulewinkel nach da kippen. So, um meine Wirbelsäule gerade zu halten, denke ich an meine Augen. Ich versuche, mein rechtes Auge durch den Ball hoch zu lassen, während ich den Boden mit der Sohle streichle. So, nur diese zwei Gedanken helfen mir sehr, guten Kontakt zu schaffen. So, Auge hoch und der Kontakt wird wirklich sanft da. Okay, das sind mehrere Bereiche, wo das Training auf dem Platz sich richtig lohnt. Geh bitte weiter auf die Range, aber ich würde sagen, 60-70% deiner Zeit solltest du auf dem Platz trainieren und am besten mit jemandem spielen, der zuguckt. Am besten mit jemandem spielen, der oder die besser ist als du und versuch diese Person zu schlagen. Okay, ja, viel Erfolg mit der Saison. Tschüss.